Du hast gerade gesagt, der Teufel tötet das Lamm. Der Teufel tötet das Lamm. Nicht Gott. Der Teufel versucht das Lamm zu töten. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diese Bilder seht? Eigentlich haben wir das so noch nie richtig mitbekommen, wie das so abläuft. Ah, schon gehört, ja, aber... Also man weiß ja, dass das Fleisch, also wie das zum Konsumenten im Endeffekt kommt, ist nicht die schönste Weise, aber im Endeffekt fehlen, glaube ich, Alternativen, wie man das ändern könnte. Also glaubt ihr, es gibt keine Alternativen momentan? Bestimmt gibt es Alternativen, bestimmt gibt es auch, ja, ich glaube mit Bio, Fairtrade und so, das wird ja alles irgendwie Alternativen proposiert, aber bei mir ist das Problem, ob das wirklich auch so stimmt alles, wie das verkauft wird halt. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass das ein gutes Ding ist, was ihr hier macht und dass ihr euch für gute Werte einsetzt. Und ich finde, dass solche Dinge im Persönlichen, natürlich im Austausch zwischen Mensch und Gott geschehen sollte. Ich glaube, dass wenn es eine Veränderung geben kann in dieser Welt, dann nur durch ein wunderbares Herz, was Gott uns schenken möchte. Was Gott uns schenken möchte, dadurch, dass er in uns reinkommt, durch seinen Heiligen Geist wird er in uns reinkommen. Und ich habe erfahren, dass er Dinge in meinem Leben weggenommen hat, ans Kreuz gezogen hat, die mich ferngehalten haben von der Reinheit, von der Heiligkeit, die er mir geben möchte. Und ich glaube, dass wenn ich im Dialog mit Gott bin und ihn frage, was sein Wille ist für sein Leben, kann er aus Gnade und nicht daraus, dass ich mich selber motiviere, dass ich mich selber diszipliniere, dass ich dann dadurch sagen kann, okay, ich kann auf Fleisch verzichten, aber nicht aus eigenen Werken, sondern daraus, weil Gott mir seine Gnade, weil Gott mir seine Kraft gibt, ja. Okay. Its first impression is that it makes me, I really feel ashamed right now because I consume a lot of meat. Uh-huh. What do you think keeps you from giving it up? Or did you ever think about giving it up? Because I think my body is addicted to the meat. Uh-huh. Because since my childhood, I never thought of that. Because why I'm eating it right now? Why should I didn't have enough arguments against giving it up? Yeah. No, I mean, I never thought of why should I give up. So. Oh, okay. Yeah. It's really interesting. That's why I wanted to just like show him this, because we always talk about that at home because we live together, and I'm a vegetarian and I really try to. It's really important for me. So we always like have this discussion when it comes to like cooking and like when we're She's in the kitchen. She's propaganding somehow. Yeah. Okay. So that's why I was just like, yeah, Kena, yeah. I understand you. Oh, that's very interesting. So you're a vegetarian. For why do you think you became a vegetarian? I don't know. It was like I think 7 years ago. I think there were like different reasons. I think one was the environment, and another one was that I never really liked meat, because I think I had just like in my head, you know, I knew what happened to the animals when I ate them and I couldn't enjoy it. I was like, I don't like the taste. I think it's like I get sick. Okay, so it's like you see the suffering and then you cannot enjoy the taste anymore because you know what's related to that. Yeah. Okay. Glaubt ihr denn, dass man Lebewesen human schlachten kann? Er hat es gerade Bio genannt. Das nicht sterben will? Ja. Ja. Wie sieht das aus? Human schlachten? Okay. Schwierige Frage. Ja, schwierige Frage. Aber vielleicht schon Tiere, die schon älter geworden sind oder irgendwie, wo man weiß, okay, jetzt die kann man jetzt. Aber dann wäre die Fleischproduktion wäre dann deutlich weniger irgendwie. Okay. Ist auch, da werden die Tiere gequält, so. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es eine andere Art und Weise, dass man, ich weiß nicht, entschläft oder so, aber nicht so qualvoll. Die werden ja da praktisch geschlagen, ja, genau. Und die leben ja auch auf, haben nicht viel Platz, um zu leben. Eigentlich krass, ja. Würdet ihr, also wenn ich jetzt zum Beispiel losziehen würde und ich würde einfach einen Menschen ermorden und danach sagen zum Richter, ja, aber ich habe den danach gegessen, wäre das dann für mich okay? Also dürfte ich das machen, wenn er davon nichts mitbekommen hätte? Nein. Warum nicht? Ja, weil das nicht korrekt ist, also das geht nicht. Und warum? Das ist die Frage, ja. Wenn es Christen auf dieser Welt gibt, die ein Herz haben, dafür keine Tiere zu essen, dann sage ich, okay, ess keine Tiere, aber wenn es Menschen gibt, die ein Herz dafür haben, Tiere zu töten, dann würde ich sagen, okay,
prüft es vor Gott, prüft es vor Gott, prüft es anhand seines Wortes, mhm. und dann wirst du die Wahrheit im Wort finden. Nicht durch irgendwelche Menschen, die rumlaufen, sondern im Wort, im Austausch, im Dialog, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, ne? Dass er hier ist, dass er hier mitten unter uns ist, dass er uns sein Wort schenkt. Ja. Okay, sehr interessant. Ja. Warum hätte ein liebender Gott, also unser liebender Vater, den Tieren Bewusstsein schenken sollen, wenn er sie als, naja, Essen kreiert hätte? Das Ding ist, uns liebt Gott mehr als die Tiere. Und früher war es auf jeden Fall so, dass Menschen Tiere essen müssen, um zu überleben. Richtig. Aber das Ding ist, dass das eine schließt das andere nicht aus, weißt du. Sie können ein Bewusstsein haben und eine schöne Zeit auf dieser Erde verbringen, aber manchmal ist einfach die Zeit gekommen, dass Tiere einfach, ich sag's mal so, geopfert werden müssen, dafür für das Wohlergehen der Menschen, die nun mal einfach über den Tieren sind. Okay. My problem is that I do this gym stuff. I have some level of proteins that I have to consume. Maybe you can get it from other products as well. Do you believe that you have to consume animal products to get protein? I think it's the cheapest protein that you can get. What do you think about legumes? Never tried and never. Do you know? Do you happen to know how much protein there is in 100 grams of beef? I can guess. I'm not sure, but it should be in 100. I can guess like 7 grams or 5 to 7. Like 21 or something, 22, 20. Yeah. Do you happen to know how much protein there is in 100 grams of soybeans or kidney beans? Just as much. The same. Okay. Do you know what a seitan is? Sorry? Seitan. I know, yeah. Sounds like Satan, but a little different. 75 grams of protein in 100 grams of seitan. It's vegan. Seriously thinking about this, yeah. That was quick. I'm thinking, but it will take time. Yes. Transition period your body is used to for. I'm 26 years old, so in 1 month you can't change it. So it will take transition period may take a while. Okay, but it's the direction you want to go now. Yeah. Ich glaube, Tiere sind genauso Lebewesen wie wir auch. Deswegen. Absolut. Und wir sind alle gegen Tierquälerei, oder? Also wenn ich jetzt ein Schwein hier hätte und ich würde anfangen, dem Schwein in die Fresse zu hauen, dann würdet ihr bestimmt versuchen, mich davon abzuhalten, oder? Ja. Ihr würdet es auch nicht selber umbringen? Nein. Würdet ihr mich... Ich könnte auch niemals ein Tier umbringen, so. Könnte ich nicht. Müsste ich auch nicht. Würdet ihr mich dafür bezahlen, dass ich ein Tier umbringe für euch? Nein. Ist es nicht genau das Gleiche, was ihr macht, wenn ihr Fleisch im Supermarkt kauft? Doch. Was denkt ihr darüber? Das ist das Paradoxe eben an der ganzen Geschichte halt. Dafür sage ich Alternativen fehlen irgendwie. Wieso? Okay. Ja, das wenn ich euch sagen würde, es gibt mittlerweile Alternativen für Fleisch, für Eier, für Milch, für Pizza, für Eiscreme, für alles Mögliche. Mhm. Und ich würde euch sagen, wo es die gibt und ihr könntet dann quasi eine kleine Transition-Phase starten. Mhm. Würdet ihr in Betracht zu ziehen, vegan zu leben? Ich auf jeden Fall, ja. Gott, ein Lamm und der Teufel sind in einem Raum. Mhm. Wer tötet das Lamm? Der Teufel? Der versucht, das Lamm zu töten. Und er hat das Lamm getötet. Aber das Ding ist, das Lamm ist auferstanden. Das Lamm ist auferstanden. Das ist ja das Schöne daran, dass die Welt versucht, Jesus zu töten. Die Welt versucht, Jesus zu verleugnen. Die Welt versucht, ihre eigenen Wege zu gehen. Die Welt versucht, ihre eigenen Systeme aufzubauen. Kommunismus, Kapitalismus, alle verschiedenen Dinge aufzubauen, um zu sagen, hey Gott, weißt du was? Wir brauchen deine Bibel nicht, wir brauchen dein Wort nicht. Wir erfinden eigene Systeme, dass wir uns erheben können und sagen können, hey, wir wissen es besser als du. Und das ist dann ein Zeichen dafür, okay, die Welt kreuzigt Jesus, aber das Ding ist, er ist auch verstanden. Und ich glaube, dass jeder, der diese Message hört, auch eine Offenbarung von Gott bekommt, empfängt, dass Jesus Christus die Wahrheit, das Leben und das Licht der Welt ist, das gekommen ist, um uns Friede, Freude und Offenbarung zu schenken. Von innen heraus ist er gekommen, um uns ein Herz zu schenken. Vielleicht auch für Tiere. Hey, sehr intensiv, Mann. Du hast gerade gesagt, der Teufel tötet das Lamm. Der Teufel tötet das Lamm. Nicht Gott. Der Teufel versucht, das Lamm zu töten. Die Welt nicht Gott. Gott.
natürlich, es ist die Welt der Teufel, der das Lamm tötet, aber Gott schaut zu und weiß, wie es ausgehen wird. Er weiß das Ende und weiß, dass sein Sohn wieder auferstehen wird und alle Leute retten wird, um sich dann auszuteilen in die Menschheit, dass wir ihn empfangen können. Er akzeptiert uns alle, wie wir sind. Wünscht sich Frieden für jeden. Er ist der Friedensfürst, ja, er ist der Friedensfürst. Jesaja 9. Er ist der Friedensfürst, das ist sein Name, Friedensfürst. Was die meisten nicht wissen, ist, wie sehr Veganismus doch mit Christentum vereinbar ist, oder? Es ist interessant. Now that I tried something else, I don't need the meat anymore, because my body is used to something else. And I think that's what I was trying to tell him, like, it's possible, it's just like... Great. The main thing is your way, I think it's good, that the way of communicating with the people. And I think I wish best of luck, and I hope I will be in the same direction as you soon. Great. Okay, eine letzte abschließende Frage. Unbedingt. Wenn du in einer Welt leben könntest, in der man A, Menschen tötet, B, Tiere tötet oder C, keinen von beiden tötet, welche Welt würdest du wählen? Oh, das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Also ich bin auf jeden Fall gegen Menschentötung und wenn es denn möglich wäre, ja, dann bin ich für eine Welt, wo es keinen Mord gibt. Und ich glaube vom ganzen Herzen daran, dass diese Welt existieren wird. Es wird diese neue Zeit geben. Wer die Bibel studiert, der weiß ganz genau. Und wer die Zeichen studiert in der Bibel, der weiß ganz genau, diese Zeit wird kommen, dass Löwe und Lamm, so wie du aus deinem Verstand wunderbar geredet hast, dass irgendwann Lamm und Schaf nebeneinander chillen werden und dass wir wieder eins werden mit den Tieren. Aber im Moment ist es leider noch nicht so, weil die Sünde noch gewisse Menschen beherrscht, weil die Sünde noch da ist. Aber es wird die Zeit kommen, da wird Jesus nicht als Baby auf die Welt kommen, sondern sichtbar für uns alle. Und er wird die rufen, die seinen Namen kennen, die seinen Namen tragen, die seinen Namen und sein Wort bewahrt haben. Okay. Ja. Du als Kind Gottes, wo du weißt, dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass sowohl der Anfang als auch das Ende vegan sein werden. Wow. Willst du vielleicht in diese Richtung dich entwickeln? Ist interessant, wow. Interessante Frage. Es ist, wie gesagt, es ist nichts, was du sagst, okay, du stehst... Absolut, nee, das muss von dir kommen. Aus der Kanzel und sagst, okay, du musst jetzt vegan leben, aber weißt du, alles kommt aus Gnade. Nicht wir können sagen, okay, ich schaff's jetzt von mir alleine. Und wenn Gott mir die Offenbarung schenkt, wenn Gott mir die Kraft gibt dafür, dann sage ich Yes dazu. Aber wenn nicht, dann bin ich nicht weniger Kind Gottes, dann bin ich nicht mehr Kind Gottes. Und ich werde es prüfen, Und wie auch ihr es prüfen solltet, wie auch ihr Jesus fragen solltet, lebst du wirklich? Möchtest du wirklich in mich hineinkommen? Bist du wirklich für meine Sünden gestorben? Und dafür möchte ich euch motivieren, dass ihr sagt, okay, Jesus, zeig dich mir. Und vielleicht kriegt ihr ein bisschen was von der Energie ab, die ich ausstrahle, ja. Die der Herr mir ist. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr. Amen. Sehr interessant. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Ich danke euch für die Zeit.